So, willkommen zu diesem langen Part, würde ich sagen. Jetzt erkunden wir nämlich die Elektrolythöhle. Danke fürs Warten. Oh mein Gott. Das sieht bei mir, was? Das sieht mir ganz nach dem Netz eines Elektro-Pokémons aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltuna. Quatsch. Voltula, sorry. Keine Ahnung, warum es ausgerechnet hier ein Netz gesponnen hat, aber wenn das für uns ein Problem darstellt, dann will ich euch da gerne helfen. Ich bin schließlich ein Arena-Leiter. Ans Werk, Rockheimer, tu, was du tun musst. Und? Batsch. Hier, diese Themen soll dir gehören. Jetzt kriegen wir Dampfwalze. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Sie enthält eine Attacke, die du ruhig deinen Pokémon beibringen kannst. Kannst, aber wir müssen nicht. Also, vergiss es. Dampfwalze. Ich spreche von Dampfwalze. Diese Attacke fügt dem Gegner Schaden zu und senkt ihn in seine Initiative. Boden-Pokémon sind oft nicht gerade die schnellsten, aber mit Dampfwalze sollte sich diese Schwäche irgendwie ausgleichen lassen. Ich weiß ja nicht, wie gut du wirklich bist, aber wenn du glaubst, du kannst etwas erreichen, dann bleib unbedingt am Ball, bis du es geschafft hast. Deine Grenzen bestimmst du allein. Wenn du dir etwas vorgenommen hast, dann kannst du es auch schaffen. Ja, jetzt geh weg. Ich will jetzt in die Höhle. Wäre es kommt Bell oder Sharon, dann... Ich warne euch, Bell oder... Hey, da ist N. N. Hm. Und hier ist das Pokémon, das Netz gesponnen hat. What's up? Okay, ich glaube, ich verwende meine Nitro-Ladung. Sorry für die ganz kurze Pause, ich habe gerade meine Anzeige von Camtasia ein bisschen verschoben, weil die steht mir ein bisschen im Weg. So, aber egal. Was hat es down, wir hätten es auch fangen können, aber was so ist. Wenn wir es neu begegnen, werde ich es fangen. So, was will denn? Hier entlang. Hier, Meister N. Der Trainer, den du sehen wolltest. Danke. Du hast also Bekanntschaft mit zwei Mitgliedern der Finstrios gemacht. Das sind Angehörige von Team Plasma. Handverlesene Untergebene von Jesus. Wie es scheint, waren sie es übrigens auch, die das Voltuna letzt am Eingang dieser Höhle angebracht haben. Diese Elektrolythöhle, ich liebe diesen Ort. Zum einen bin ich fasziniert davon, dass sich die elektronischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu dem Pokémon. Wenn es hier keine Menschen gäbe, wäre dies ein idealer Ort für mich. Wie es dem auch sei, du würdest jedenfalls von mir auserwählt. Überrascht dich das? Ja. Nun ja, es sollte dich ja auch überraschen. Ich habe Jesus von euch erzählt. Er ist daraufhin das Finstrio darauf angesetzt, alles über euch in Erfahrung zu bringen. Sharon jagt einem naiven Ideal von großer Stärke hinterher. Und Bell ist hingegen zu den traurigen Erkenntnis gelangt, dass es nicht jedem vergönnt ist, stark zu werden. Und du prägst dich keins dieser Extreme. Du stellst dem Grenzen eher neutral gegenüber. Was wohl auch gut ist. Team Plasma laut bereits weiter vorn auf dich. Jesus will herausfinden, was du als Trainer wirklich drauf hast. Okay, da kriegt der Ende auch schon wieder. Okay, das Besondere an dieser Höhle ist... Ja, nicht dieses Pokémon, sondern... Ja, das werden wir schon noch sehen. Aber ich versuche es erstmal zu fangen, dieses WhatsApp. WhatsApp! Schockwelle. Das wird die Attacke surviven, mit ziemlicher Sicherheit.
Okay, Magensäfte löscht die Fähigkeit aus. Aber egal. Schockwelle auf Wasser. Oh, jetzt hast du meine Maus gesehen. Hallo. soll ich es noch einmal riskieren? Ja, komm. Wer nicht wagt, den nicht gewinnt, heißt ja bekanntlich. Bin gespannt, ob es auch hier zutrifft. Jawohl. Haha. Elektronetz. Das ist die Spezialattacke von Mazap, glaube ich ja mal. Initiative von Zebritz singt. Naja, egal. Jetzt verparalysieren wir es noch, das erhöht die Fangrate. Okay, jetzt müssen wir nur noch einen Ball schmeißen und dann ist es mit ziemlicher Sicherheit drin. Wir können auch einen Käferball einsetzen, wenn wir noch einen haben. Ich schau mal schnell. Ja, einen Netzball meine ich, genau. Fände ich mal einen Netzball, der ist gut um Käfer und Wasser-Pokémon zu fangen. Und Wazap ist ein Käfer. Also ich glaube, der muss ziemlich sicher gefangen sein. Jetzt überlege ich mir noch einen Spitznamen. Boah, keine Ahnung. Mir immer fallen mir keine Spitznamen ein. Wazap, Kleben. Okay, Kiff Elektro. Einzigartiger Typ. Größe 10 cm. Oha. Ist aber wahnsinnig klein. Das ist so groß wie... ich würde sagen, wie ein Taschentuch. Krass. Wiegt aber 60... Nee, wiegt aber 0,6 Kilogramm, also ziemlich schwer, würde ich sagen. Wazap, die in der Stadt leben, haben die Fähigkeit, aus den Steckdosen von Wohnhäusern Strom abzuzapfen. Okay. Wie nenne ich es jetzt? Ich habe einen Namen, aber der ist ein bisschen eher auf den Namen bezogen. Zapfen! Ich weiß, ich bin nicht so besonders der Profi für Spitznamen. Muss dahin! Könnte Juwel sein! Nein! Rotomorph! Da steckt das Wort Rotom drin, das ist ein legendäres Pokémon aus Sinnoh. ja gut, kämpfe es einfach mal, aber zuerst wechsle ich. Mir ein bisschen zu riskant. Ich nehme mal... Nein, Vogel nehme ich nicht. Ich nehme Ephoserp. Er erhöht seinen Angriff durch Klauenwetzer. Ist eine Attacke, die neu hinzukam in der 5. Generation. Ebenso wie Pflanzsäulen. Was? Kein One-Hit-Kill? Ich bin enttäuscht von dir, Ephoserp. Entwickel dich doch mal. Oh, vielleicht entwickelt sich sie ja sogar in diesen Parts. Mal schauen. Braucht er vielleicht noch ein Level? Kann aber auch sein, dass es sich mit Level 36 entwickelt. Bei Ephoserp bin ich mir nicht so sicher. Gut. Muss rennen. Hallo. Oh, geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Spanner. Das ist die Rose aus Two and a Half Men. Kevin, wusstest du schon, dass sich diese schwebenden Steine verschieben lassen? Ja, weiß ich. Ich wollte es denen gerade erklären, den Zuschauern. Meine Fresse. So ist es doch nicht wahr, Professor. Was, die Schlampe ist auch noch da? Oh. Ganz recht. Na, geht es dir gut? Oh, hört auf, mich zu nerven. Lass mich in Ruhe. Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie geladen, die dem Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Mein Vater hat mich darum gebeten, das Klick zu erforschen, ein Pokémon, das wie ein Zahnrad aussieht. Da ich mich bei der Forschung ja mit dem Ursprung der Pokémon beschäftige, dachte ich, boah, lass mich in Ruhe. Ja, danke für das Glück, sei, aber das Gequatsche kannst du dir sparen. Erzählt mir ihre Lebensgeschichte, wie sie dieses Glücksei bekommen hat. Wenn du dieses Glücksei einem Pokémon gibst, bekommt es etwas mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen. Bedenke, je stärker in deinen Pokémon sind, desto leichter wird es dir fallen, deinen Pokédex mit Daten zu füllen. Kann ich jetzt gehen? Ja, danke. Das Glücksei ist ein tolles Item.
das ist ideal, ein Pokémon zu trainieren. Also ich gebe es mal dem Schwächsten. Also momentan haben wir zwei Level 31, das sind die niedrigsten Level momentan. Aber das Schwächste momentan ist Evoserb. Zebritz ist ja noch ganz in Ordnung von den Attacken her. Okay, dann setze ich noch Evoserb an erster Stelle. Hier gibt es bestimmt ein paar Gesteins-Pokémon. Okay, so. Ist übrigens sehr selten zu finden, das Glücksei. Das kriegt man nur durch einen Charnera. Oder einen fünften kriegt man es noch durch einen Typen, den werden wir später auch noch kennenlernen. Aber den treffen wir leider erst ziemlich spät. So, also in den früheren Generationen, in der dritten und der vierten, konnte man es bekommen, wenn man einen Charnera fängt. Dass das Glücksei zu 1% Chance trägt und das, was noch ein bisschen heftig ist, Charnera kann man auch, hat nur eine Chance von 1%, dass es auftaucht. Also ist die Chance, ein Glücksei zu bekommen, 1 zu 1000, würde ich sagen. Ja, das entspricht ungefähr so wie, na, Shiny will ich nicht sagen. Ja, vielleicht 5% ein Shiny zu finden oder so. Also schon recht selten. Jetzt können wir es nochmal fangen, aber wir haben es ja schon. Warum habe ich eigentlich Solarmark eingesetzt? Egal. Okay. Darf man jetzt den Stein bewegen oder werden wir noch irgendwie attackiert von irgendwelchen merkwürdigen Viechern? So, ich glaube, hier ist ein Item. Die Macher haben den Ort nicht umsonst hierhin gesetzt, aber ich habe jetzt keine Lust, das Itemrad da rauszuholen. Klick. Klick, klick. Das ist das Pokémon, was die Professorin da gequatscht hat. Ist ein reines Stahl-Pokémon. Entwickelt sich zu Klick Dick und zu Klick Dick Klack. Sind ja komische Namen oder einfallsreiche Namen, sagen wir es so. Das ist seine Spezialattacke Klick Dick. Dick hier. Ja. Klick Diskus, oh Gott. Habe ich auch gefangen in der Weißen und in mein Team aufgenommen, aber habe ich nach kurzer Zeit wieder rausgetan, weil der normale Stahltyp mir ein bisschen. Naja, zu schwach war, sagen wir es einfach mal deutlich. Schwach. Und die Werte, die sind ja. Die Werte sind so ausgeglichen. Ja, kann man ins Team reintun, wenn man Spaß an einem Stahl-Pokémon hat, aber. Ja, ich hab's halt nicht reingetan. Und wir können es fangen. Okay, dann fang ich es einfach mal. Ich schmeiß einen Hyperball. Wie nenne ich es denn? Oh Gott, wie nenne ich ein Zahnrad? Wenn ich ein Zahnrad hätte, wie würde ich es denn nennen? Getriebe, Klick. Größe 30 cm, so groß wie ein 30 cm Lineal. Gewicht 21 Kilogramm, also sehr schwer für diese Körpergröße. Seine zwei Teile greifen miteinander wie ein Uhrwerk. Jedes andere Objekt, das man mit ihm kombinieren will, wird abgestoßen. Oh Gott, wie nenne ich es jetzt? Klick. Klick. Ich glaube, ich nenne es wieder einen vom Namen her. Moment, gibt es hier ein Apostroph? Ja. Ich hab's gleich, Moment. Ein Apostroph fehlt noch. Wo ist denn der? Hier ist er. Ich nenn's Kick, lol. Oh Mann, was taucht denn jetzt schon wieder auf? Na? Hi, Klick. Wo ist dein Zwillingsbruder? Ich glaube, ich wechsle mal zu Goku. Goku und mach kurz einen Prozess. Goku. Nee, Kampf gegen Stahl. Was? Ich dachte, Stahl wäre gegen Kampf nicht so effektiv. Naja. Nun gut, machen wir kurz einen Prozess, Durchbruch und aus.
Sehr effektiv und down. Sehr schön. So, also die Höhle ist schon ziemlich lang. Ich glaube, der Part wird mindestens eine Stunde dauern. So, wo geht's denn hier lang? Hier ist wieder so ein Kristall. Ich nenne die einfach Kristalle. Kann auch sein, dass man die anders nennt. Ich nenne sie Kristalle, weil der Name hier so passt. Meines Erachtens. Und was ist das? Ein Paraheiler. Hilft gegen Paralyse. Das ist hier in der Höhle bestimmt vom Vorteil auf, weil hier viele Elektroattacken gibt, die paralysieren können. Und hier ist ein Forscher. Aber ich will zuerst dieses Item holen. Hast du mich nicht verstanden? Ich will zuerst das Item holen. Ach, egal. In dieser Höhle findet man überall elektrisch geladene Gestein. Findet man überall elektrisch geladenes Gestein, sorry. Überall. Diese Felsen laden mich förmlich mit Tatendrang auf. Und ich bin jetzt auch richtig geladen, weil ich das Item noch haben wollte. Gennady. Ja, den Klick war ja zu erwarten. Er hat das letzte Mal Klick gemacht. Das macht dann nicht mehr Klick. Machen wir es mal schnell. Ich will mal. Ja, Pflanze gegen Stahl. Ich glaube, ich nehme wieder eine Feuerattacke. Zebritz. Zebritz! Ist Angriff erhöht seinen Angriff. Ist ja ganz logisch, ne? Nitroladung. Hoffentlich lernst du dann jetzt gleich eine neue Attacke. Mit Level 32 wäre das Ganze unwahrscheinlich, weil Zebras hat lange keine neue Attacke mehr gelernt, glaube ich ja mal. Die letzte war Stampfer. Ja, so weit war es auch nicht her, wo es die Attacke gelernt hat. Komm schon, lern Hyperstrahl. Hyperstrahl, ist geil. Verstehst du, Zebras, lern Hyperstrahl oder Donnerblitz. Oder geht Donner, oder was weiß ich. Oder Donner, Donner. Ja, zu feige, eine neue Attacke zu lernen, was? Naja. Muss Item holen. Sonst ich sein, später dauernd in Gedanken Item vergessen. Hallo, Sedimantur, Weiterentwicklung von Kieseling. Jo, Kiesling, weiß nicht, ich nenn's Kiesling. Kieseling. Nun gut, gut, dass es ein Gestein-Boden-Pokémon ist. Das wird leider auch kein One-Hit-Kill wegen Robustheit. Es wird schon so kein One-Hit-Kill. Okay. Es ist anscheinend nur Gestein. Mein Bodentyp hätte es gekillt, mit ziemlicher Sicherheit. Es hat 7 Level weniger und die Attacke allein war schon sehr effektiv. Naja, also hat wahrscheinlich nur den Typ Gestein. Was mich jetzt sehr wundert. Oder ja, okay, sagen wir es so, Sedimantur hat auch eine hohe Verteidigung, also das könnte auch ein Grund sein. Aber ich habe ja mit einer Spezial angegriffen. Ich will prüfen, ob du das Zeug für die Pokémon-Liga hast. Hey, du bist ein ganz falschen Ort. Die Pokémon-Liga ist noch 3 Städte, 4 Städte weiter. Mr. Ass-Trainer Rainier. Was? Flapterix. Ein Fossil-Pokémon. Das kriegt man aus dem Federfossil. Es ist nur die Frage, ich weiß den Typ nicht genau, ich schätze mal Fluggestein, deswegen Zebritz. Mit der Donnerattacke müsste es schon klappen. Autsch! Komm schon, Statik? Kann Zebritz schaffen? Nee, Zebritz hat das Ding, Donner, nee, Blitzfänger oder sowas. Irgendwas, was Donnerattacken abwehrt. Und? Boom. Okay, es ist vom Typ Gesteinflug. Verstehe, verstehe, verstehe. Oh, ich verstehe nur zu gut. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr, was du ja gesagt hast. So. Ach komm. Nervige wilde Pokémon schon wieder. Ich hätte einen Schutz kaufen sollen. Das wäre gar nicht so dumm gewesen. Es wird dann wieder ein ends langer Part. Den nenne ich ja ganz kurz Elektrolithöhle. Ja, wir haben jetzt auch schon fast 20 Minuten. Und wir sind gerade erst am Eingang, also. Wir haben uns mal ein Viertel erkundet.
nur Nitro-Ladung. Ja, aber es liegt auch daran, weil wir ewig vollgequatscht wurden. Und ständig Klicks auftauchen. Ne, Klick. Ich rede von dir. Brauchst es nicht mit deiner Spezialattacke meinen Zebrutz attackieren, das ist ein bisschen unfreundlich. Nitro-Ladung. Die, Bitch! Nee, warte, du bist kein Bitch, du bist ja neutral. Okay. Jetzt hole ich mir aber das Item und wer ist das Letzte, was ich tue? Ein Heilball! Ich hätte mehr erwartet. Ich hätte einen Sonderbonbon erwartet, naja. Ein Heilball, der schwächste Ball ever. Was für Geizhälse. Die Macher. Jetzt will ich mein Ding heilen, mein Zebritz. Haben wir irgendein Item, was heilt? Tafelwasser haben wir und Kumu-Milch. Ich nehme mal die Kumu-Milch. Und Evo-Sap können wir eigentlich auch heilen, das wäre auch nicht so dumm. Okay, Vogel muss nicht geheilt werden, ist ja auch gar nicht geschlecht. Ich finde den Namen von Sesokids so geil. Vogel. Habe ich echt gut benannt. So, wo geht's hier jetzt lang? Muss. Dadurch. Okay, hier geht's nicht. Das, merke ich, wir müssen wohl von der anderen Seite die bewegen. So, und jetzt glaube ich hier nach unten, ne? Ja, genau. Jetzt bloß nicht runterspringen, das werde ich dann später bereuen, wenn ich da runterspringe. Sehr schön. Hey! Na, kommt's, geht's weg. Hallo, hast du etwas gefunden? Ich würde sagen, wir haben mittlerweile eigentlich genügend Daten beisammen. Die Höhle gibt es schon seit ewigen Zeiten. Ich finde allerdings keine Indizien, die darauf hinweisen, dass das Klick schon länger als 100 Jahre existiert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass das Klick vor 100 Jahren ganz plötzlich hier aufgetaucht sein muss. Ist ja auch logisch, Zahnräder gibt es ja auch noch nicht so wirklich lange. Ich schätze, die Zahnräder gibt es erst seit 200 Jahren, würde ich sagen. Wo kommen die Pokémon? Woher gehen sie? Wenn ich Antworten auf diese Fragen finde, können wir in noch größerer Harmonie mit ihnen zusammenleben. Davon bin ich fest überzeugt. Du, Kevin, Pokémon sind faszinierende Lebenswesen, nicht wahr? Unnötige Frage, weg damit. Manchmal frage ich mich, ich hasse diese Bell. Ich hasse diese Bell. Manchmal frage ich mich, warum diese Moser den Geschäft sich überhaupt. Das sind wie unnötige Kommentare bei YouTube, die Bell. Am liebsten würde ich sie jetzt blocken. Okay, was ist hier? Ein Pokémon, das wild ist. Toll. Hier gibt es aber viele Klicks. Also bei meinen Weißen sind da nicht so viel aufgetaucht. Okay, Evo ist ja kurz vorm Level Up, das will ich schon nutzen. Setz mal wieder Goku ein. Aber es ist immer das Positive, wir müssen da nicht trainieren, wenn wir jetzt gegen die kämpfen. Weil unsere Pokémon haben ja schon ein gutes Level, Level 34 haben schon zwei von uns. Also gut, dann greife ich mal mit Durchbruch wieder an. Und tschüss, Klick. Verklick dich, haha. Level Up für Evo-Sap. Laubklinge, ist eine geile Attacke. Schnell erlernen. Rankenhieb. So, die Attacke kann sogar noch mein Evo-Sap aus meiner eigenen Schwarzen, also meiner Schwarzen, die ich da bei mir habe. Ne? Also, oh, hier ist eine Brücke. Ey! Komm mit! Kidnapping! Macht Spaß, Kidnapping! So, hier sind wir! Vor uns liegt eine Treppe, die nach unten führt! Dort wartet Team Plasma auf dich! Ein Hypertrank! Okay, und wo ist hier der. Wo geht's hier weiter? Hallo, Stein, beweg dich! Oder Kristall! Ach komm, das musste jetzt nicht sein. Watzapf, Nervensäge. Zapf jemand anderen ein. An, was weiß ich, an oder ein. Egal, ich scheiße jetzt auf die deutsche Aussprache.
Aussprache, habe ich gerade gesagt. Ich glaube, ich muss rennen, dann tauchen nicht so viele auf. Warum fail ich eigentlich immer, wenn ich darüber rede, dass Pokémon irgendwie auftauchen können? Kastaro, nerv mich nicht. Ich weiß, du bist vom Typ her Pflanze und Stahl und hast eine hohe normale Verteidigung und einen scheiß Angriff. Aber du musst jetzt eliminiert werden, weil du mich angegriffen hast. So. Ich greife ihn jetzt mit Nitro-Ladung ab, an. Der kriegt zwar Schaden durch die Fähigkeit von Kastaro, aber ist mir egal. So, Nitro-Ladung. Und weg damit. Ich habe keine Lust, dich zu fangen. Hör auf, dich zu drehen. Okay, jetzt habe ich Lust, dich zu fangen, weil du überlebt hast. Ja, das ist die Fähigkeit, was ich gerade Quatsch habe. Eisenstahl. Warum kann das eine Spezialattacke? Das Pokémon, das greift doch weder normal mit Spezial an. Das ist eher zum... Das ist eher so ein Pokémon, das sich verteidigt und mit seiner Fähigkeit den Gegner schwächt, wenn man den mit noch einem Beulenhelm kombiniert. Dann kann es echt reinhauen, das Pokémon. Und dann muss man halt noch Eisenabwehr einsetzen und so, und dann ist es ziemlich schwer zu besiegen. Und dann noch mit Verwurzler, das wird dann richtig mies, dieses Pokémon. Okay, jetzt aber zum Pokédex-Eintrag. Kastaro, Dornfrucht, Pflanze Stahl. Größe 60 cm, Gewicht 18,8 kg. Fühlt sich bedroht, wehrt es sich, indem es seine großzügige Salve Dornen abfeuert. Also indem es eine großzügige Salve Dornen abfeuert. Okay. Gut, wie gebe ich das denn? Keine Ahnung. Sieht nicht. Ich habe einen Namen, aber der ist wieder nicht einfallsreich. Iron Ball! Hier ist noch ein Trainer. Was ist das? Ich liebe Orte, wo meine Inspiration durch kleine Stromschläge geweckt wird. Kevin dreht durch mit seinen Aussprachen. Oh, sie ist eine Frau. Naja, egal. Die Forscherin Tina. Glück hat selber zu warten, hat jeder von diesen Wichsern in dieser Höhle. Okay, jetzt lasst mich aber in Ruhe. Ich mach wieder kurz einen Prozess. So, der Prozess gegen Glück. Was haben Sie verbrochen? Sie haben mich belästigt. Deswegen heißt das Urteil jetzt Durchbruch. Das Urteil ist beendet. Die Sitzung ist geschlossen. Okay. Au, Heureka. Okay, die hat was an der Waffel, sage ich ja mal. Und das ist hier jetzt wieder ein Item. Hier ist bestimmt ein verstecktes Item. So, Itemradar raus. Hier ist es, Itemradar. Was? Hier ist kein Item. Unnütziger Punkt. Weg, schnell weg von dort. Okay, jetzt sind wir in der im ersten Untergeschoss. Hier, das Itemradar zeigt mir ein Item an. Jetzt ist es wieder weg, das Signal. Und hier ist ein Doppelkampf. Und hier ist ein Pokémon, das wie ich mir wieder belästigt. Ja, okay, testen wir Laubklinge. So, ja. Also jetzt haben wir die Höhle schon halb erkundet, würde ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell sind. Aber ich will sie ja komplett erkunden, ne? Also von A bis Z. Jeder Winkel, jede Gasse, jeden Stein, jeden Kiesel und jeden Sedimantur. Soll ich es fangen? Ja, wir haben es eigentlich noch nicht, ne? Okay. Hyperball. Wir haben jetzt schon Kieseling, aber egal. Gotcha! Sedimantur wurde gefangen. Wie nenne ich es denn jetzt?
Telemantor, Erz, Gestein, Größe 90 cm. Gewicht 102,0 Kilogramm. Das ist so schwer wie... immer mit diesen Gewichten. Ich würde sagen, wie ein Schrank. Na, also so ein... Na, okay, ist ein bisschen... Ein Schrank ist vielleicht leichter. Sag mal, ein voller Schrank. Scheiße, jetzt habe ich die Beschreibung nicht voll gelesen, aber egal. Ich nenn's... Es heißt der Erz, ne? In welchem Spiel sammelt man Erze? Und baut sich damit neue Werkzeuge? In einem Spiel, das Gronkh sehr viel spielt. Genau, ich rede hier von Minecraft. Und hier ist wieder ein verstecktes Item. Das zeigt jetzt allerdings nach oben und links. Ach, wir sind die Gebrüder Nugget. Ich bin der ältere von uns beiden. Okay, doch, kein Doppelkampf. Und ich bin der größere. Ich bin der jüngere der Gebrüder Nugget. Schön, dass du hier bist. Ich habe hier etwas für dich. Rot erhält Nugget. Rot, ja, Kevin erhält Nugget. Ich spiele immer noch Pokémon Gelb. Ich habe hier auch noch was für dich. Danke, gib mir einfach so Goldnuggets. Jedem Fremden, den sie so an der Straße sehen, was? Oder in der Höhle in dem Fall. Na gut, zu freundlich. Soll ihm recht sein. So, ich will das Item da holen, das mir mein Itemradar anzeigt. Castado, geh weg. Ich mag dich nicht. Ich flehe jetzt einfach, ich habe jetzt keinen Nerv dafür. Haben wir einen Schutz dabei? Moment, ich hole jetzt einen Schutz raus. Das wird mir ein bisschen zu bunt. Habe ich vorher noch nie verwendet in diesem Let's Play. Was, wir haben keinen Schutz? Achso, es sind die Vitamine. Hier ist Schutz, sehr schön. Okay. Jetzt hole ich das Itemradar wieder raus. Scheiße, ich hätte das Menü gleich offen lassen können. Und ich weiß immer noch nicht, wo Select ist. Moment, ich teste jetzt mal kurz, wo ist es? Ich habe Select gefunden. Yeah. So, Itemradar. Jetzt haben wir sogar das Fahrrad offen. Wir stehen jetzt genau drauf, okay? Hä? Ich drücke jetzt A, aber anscheinend laufe ich mit dem Fahrrad 2 Schritte. Okay. Paraheiler. Okay, wo geht's hier lang? Ich sag so viel okay in meinen Let's Plays, es ist okay-iastisch. Aha. Ah, okay. Was sind wir hier ungefähr? Genau da ist das Item. KP Plus. Die Vitamine können wir eigentlich unserem Pokémon auch irgendwann mal geben. So, wenn wir hier runterspringen, dann sind wir wieder am Eingang. Und dann müssen wir dieselbe Strecke wieder zurücklaufen. Und darauf habe ich null Lust. Schutz wirkt nicht mehr. Fuck. Haben wir noch einen zweiten? Ich glaube eher nicht, aber schauen kostet ja nichts. Außer ein bisschen Zeit, die ich später beim Rendern bereuen werde, aber egal. Verdammt, wir haben keinen Schutz. Und jetzt habe ich meinen Item auch noch geschlossen. Zum Glück weiß ich jetzt, wo es leck ist. Nein, ich will nicht Fahrrad fahren. Das Item war da. Und welche Nervensäge belästigt uns jetzt? Castadur. Leute, nervt mich doch nicht. Mensch, geht's weg. Geht's weg, so. Oh Gott. Okay, hier ist das Item, was mir vorhin angezeigt wurde, wo mir herkam. Halt, warte, hier geht's wieder zum Eingang, oder? Nee, doch. Keine Ahnung. WhatsApp, ich hätte erwartet, dass es hier sehr viele Gesteins-Pokémon gibt. So wie Sedimantu, aber anscheinend ist dem nicht so. Was mich auch sehr verwundert. Okay, das ist schon mal gut. Hier ist ein Doktor, der wird unsere Pokémon heilen. Hä? Das Item-Radar hat jetzt ein bisschen umgeschwungen auf einmal. Also muss es hier in der Wand drin sein. Ich will eine Speed-Taste in diesem Emulator. Tschüss. Hier müsste es sein. Beleber. Gut, ist Doc. Heil meine Pokémon. Wenn du willst, heile ich deine Pokémon, aber nur eine Bedingung. Ich möchte nämlich, dass du vorher gegen mich kämpfst. Nun gut.
So, Doc, was hast du denn für ein Pokémon? Ich werde dem Pflanzen-Pokémon namens Polycorn, ja. Ich weiß schon, dass er ein Pflanzen-Pokémon namens Polycorn hat, das wusste ich schon. Okay. Ja, was soll man dazu sagen? Käfer, Pflanze, welcher Typ ist da wohl vierfach effektiv? Eine Feuerattacke. Aber wir haben noch keinen Feuer-Pokémon, deswegen brauchen wir eine Feuerattacke und Zebritz hat diese Feuerattacke. So. Unser nächstes Team-Pokémon werden wir in wahrscheinlich ein, zwei Parts fangen. Und tschüss, Follicon. Es gibt viele EP. Ja, tut doch. Hier, bitte, mein Pokémon hat den Kürzeren gezogen. Oh ja, jetzt heil meine Pokémon, Dog. Dankeschön. Ein Doktor ist kein Weg zu weit, wenn es darum geht, einen Patienten zu heilen. Ah, dieses Pokémon. Das sind ja echt eine Naturkatastrophe. So, tschüss. Wir sehen uns irgendwann mal, hoffentlich nicht. Aber ich muss es ja machen. So, ich mache mal kurz Pause. So, bin ich wieder. Oh, hier sind zwei Team Plasma-Idioten. Die schauen wir uns aber erst später an. Erst will ich das Item holen. Warum taucht immer, wenn ich ein Item sehe, ein Pokémon auf? Vor allem WhatsApp. Jetzt reicht's mir. Ich tue Zebras an First Position. Dann reicht einfach eine Nitro-Ladung. Wir können nebenzu leveln. Genau das mache ich jetzt. So. Jetzt doch wohl. Warte. Nein, ich will nicht den Status F nennen. Was habe ich da jetzt getan? Warum habe ich meinen Status geöffnet? Kann mir das irgendjemand sagen? Egal. So. Zebritz ist jetzt an erster Stelle. Falls man mit solche Ele-Zebas, irgendwelche solche Viecher kommen, dann einfach eine Feuerattacke. Und ich mach kurzen Prozess mit ihnen. So, Nitro-Ladung. Und stirb. Zeit zu sterben. Castado. Oh, scheiße Eisenstachel. Fuck, egal. Tschüss. Okay, ein Timer. Naja. So begeistert bin ich jetzt. Was war das denn jetzt? Knick, knick, knick. Muss Kevin EP nerven. Glück. Glück, Glück, Glück. Halt's Maul! Nitro-Ladung und weg mit dir! Boah! In your face! Bitte Level up, Zebritz. Du hast es jetzt verdient. Ach komm, nicht einmal annähernd. Geizhälse, gib mir wenig EP. Itemrater öffnen. Nun gut, dann kämpfen wir jetzt gegen Team Plasma. Du bist nicht aus eigenem Willen hier. Jemand hat dich manipuliert. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir auch ein das Geheimnis, wer das war. Jemand hat dich manipuliert, Miss Team Plasma Trainerin. Oh, männlicher. Sah aus wie ein Mädchen, aber naja. Bei diesem Outfit ist es schwer zu unterscheiden. Oh, jetzt habe ich sehr gedisst. Okay, hier ist wieder Schnappi, das kleine Krokodil. Machen wir es mal ganz nass. Es hat ein schlechtes Gewissen, deswegen Gewissheit. Lake. Luck hier auf Deutsch. Ich werde so kleine Kiddies, die das Spiel zum ersten Mal spielen, so 9, 8 Jahre alt, sagen Lucky. Früher habe ich ja immer zu Tackle Tackle gesagt. Das war ganz lustig immer. Aber jetzt sage ich Tackle. Oder was gab's denn da noch? Ja, ich hatte mal so ein. Angeberei, da habe ich auch früher immer gesagt Angebärei. Das war auch immer ganz lustig. Ja, lustig. Angeberei. Aber eigentlich heißt es Angeberei. Wortspielchen, ne?
So, Tim, jetzt seid ihr mit 33 und jetzt wechsle ich mal zu Son Goku. Nein, nicht C, ich habe mich vertippt. Ja, okay, Evo-Serb kann man auch einsetzen. Ist ja auch kein großes Drama. Okay, ich merke, es ist auch ein bisschen langweilig bis jetzt. Ich glaube, es quatsche ich mal ein bisschen mehr. Also, mein Call of Duty ist ja fast fertig. Brauche ich nur noch 3-4 Parts. Danach kommt Minecraft weiter. Und Team Fortress 2 wird weitergemacht. Und zwar morgen. Heute ist ja der 29. Februar. Daumen hoch, wer heute Geburtstag hat. Kennt ihr eigentlich, der heute am 29.02.2000 irgendwas Geburtstag hat? Falls ihr da einen kennt, schreibt so einen Kommentar und schreibt, wie alt er ist. Das wäre ganz lustig. 29.02. ist mein Geburtstag, ja. Ne, im Ernst, mein Geburtstag ist der 24.10. So. Gut. Ach, da ist noch eine da. Ganz oben, ganz oben am Rand des Bildschirms. Wenn ich dich besiege, werde ich dir deinen Pokémon die Freiheit schenken. Na ja, und danke, ich behalte noch lieber ein bisschen, ne? Die kann man ja später noch brauchen, wenn man zum Beispiel eine Top Tier ist oder so. Ne, Zuruk-Hex sieht irgendwie aus wie Zorro, habe ich das schon mal gesagt? Ja, gell. Da gibt's auch so einen Zorro bei One Piece, der so Schwerter trägt, ne? Ich habe jetzt auch angefangen, One Piece zu schauen. Dragon Ball habe ich schon alles gesehen, von dem normalen bis von über normalen, dann Z und dann GT und ET und AJ und XJY und so und Scheiße. Ganz gute Serie, kann ich jedem empfehlen, der Kampf-Anime mag. So, it's over 9000. Und ja. Angebärei war das jetzt. Angebärei hat mich verwirrt. So etwas. Na egal, ich kiss jetzt mal einen Stampfer. Zerstampf mir diesen. Oh nein, Angebärei hat mein Pokémon selbst verletzt und da der Angriff erhöht wurde, zieht es jetzt sehr viel ab. Gegenstoß ist es, ne? Ich kenne die Attacken aus der vierten nicht so wirklich vom Namen her. Also vierte habe ich auch nicht so intensiv gespielt für die Generation. So Diamant, Pearl und Platin habe ich nie so richtig gemocht. Auch ich finde es die schlechteste Edition, also Generation. Ich weiß es mögen viele von euch vielleicht, ne? Vierte Generation, Hammer und so. Aber ich kann mich mit der nicht anfreunden, ich weiß auch nicht warum. Die Pokémon, die hier in der Elektrolithöhle leben, sind so wunderschön. Kein Wunder, sie sind hier auch frei vom Einfluss der Menschen. Na, also die beste ist für mich die erste, dann die fünfte, dann die zweite, dann die dritte und dann ganz unten die vierte, würde ich sagen. Also bei mir persönlich, ihr habt wahrscheinlich auch eine eigene Meinung, jeder hat eine eigene Meinung, was den Generations angeht. Und ja, ist Unra Tytox. Zebes geschwächt. Verdammt, ich muss heilen. So, trink mal ein bisschen Milch. Oh Gott, Horta erhöht seine Verteidigung. Oder seine Spezialverteidigung. Geh mal zurück. Ja. Und selbst Nitro da rein. Ich denke immer, Unra Tytox wäre ein Käfer-Pokémon. Ist es aber nicht. Es ist nur ein reines Gift-Pokémon. Wahrscheinlich liegt es wieder wegen der Farbe. Seufz. Naja, manche Pokémon erkennt man ja auch von der Farbe her. Also, normale Pokémon sind bekanntlich immer weiß. Kampf-Pokémon haben immer einen eigenen Aussehen. Wasser sind immer blau. Und Pflanzen-Pokémon sind immer grün. Jetzt wechsle ich mal und setze eine Schaufel von Affe ein. Wir hätten Affe auch Dampfwalze beibringen können, vielleicht, wenn es könnte. Boah, knapp survived. Ich bin stolz auf dich, Affe. Aber mach dich jetzt nicht zum Affen mit einer Schaufelattacke, ja? Er hört wieder seine Spezialverteidigung bzw. seine Verteidigung. Die Attacke wird ihn nicht killen, das kann ich vor euch sagen. Oder schon mal sagen, ja. Okay, jetzt heilt er sich. Das ist, das kann man nur machen, wenn man zuvor Horte eingesetzt hat. Das müsste ihn komplett heilen, ja. Je mehr Horte man einsetzt, desto besser wird Verzehrer bzw. Entfessler.
Aber dafür senkt dann wieder die Initiative, die Verteidigung wieder. Also, ja, Horte kann man nicht auf Dauer einsetzen, um sich zu verteidigen. Ja, ihr seht, jetzt zieht es wieder vollen Schaden ab und killt sogar das Unrat Tytox. So, was kommt jetzt? Cleopatra. Da brauche ich eine Kampfattacke, weil Cleopatra ist schon härterer Brocken. Kampf gegen Unlicht, würde ich sagen. Cleopatra! Okay, dann zertrete mal dieses Cleopatra mit Doppelkick! Bam, bam! Katzen treten! Wer macht sowas? Katzen treten! Aua! Oh, was bleibt mir noch zu sagen außer Plasma? Oh Gott, da sind noch zwei! Wie viele Irre sind denn hier in dieser Höhle? Bis auf Team Plasma und N und Jesus und was weiß ich. Du bist also der Trainer, von dem N spricht. Nein, bin ich nicht. Ich bin hier nur ein verirrter Wanderer und ich habe keinen Pokémon bei mir. Warum forderst du mich heraus? Das ergibt doch keinen Sinn. Okay, ich gebe zu, ich habe, wie viele Pokémon habe ich? 6, ne? Oh, 5 habe ich inzwischen nur noch. Oder ist eins paralysiert? Ich kann den Unterschied nicht so ganz genau erkennen. Ja, es ist paralysiert, okay. Quatsch, es ist Status-Effekt, ne? Nitro-Ladung. Also unser Affe schläft, das ist die Statuswendung. Und die Initiative wird erhöht. Ich glaube, ich soll Zebritz wechseln und wieder Sodamak einsetzen, aber erst will ich es heilen, weil Sodamak sehr angeschlagen ist. Es wäre ein bisschen riskant, wieder zu kämpfen mit Affe. Hat nur noch 14 oder 13 KP gehabt, ich hab's nicht so genau gesehen. Irgendwas im Zähnebereich. Okay, das Spielchen hatten wir doch gerade eben vor einer Minute, oder? Also Affe, komm, mach's wieder dasselbe wie vorhin. Grab dich ein und tu ihn attackieren mit einer Bodenattacke. Er heilt sich, okay. Ja gut, kann man machen. So viel Schaden hat er auch nicht genommen. Senkt aber seine Verteidigung wieder. Schaufler. Ist, also ich würde Zorte einsetzen, wenn ich Unrat Tytox wäre, um sich ein bisschen vom Schaufler zu schützen. Er greift aber stattdessen an. Wie dumm. Naja. Und tschüss. Unrat Tytox schon wieder. Ich glaube, da lasse ich den Affen draußen. Wir haben ja momentan noch keine andere Option. Eine Psychoattacke haben wir auch nicht. Wir haben nur diese Bodenattacke hier gegen Gift-Pokémon. Bam. Aber vielleicht bringe ich später ein Pokémon vielleicht Psychokinese bei, wenn wir so als Thema haben. Welches Pokémon könnte denn Psychokinese erlernen? Ja, gut, das Pokémon, was sie dann fangen kann, fangen tun, das kann Psychokinese. Mit ziemlicher Sicherheit. Also dann haben wir auch eine dauerhafte Attacke gegen Gift-Pokémon. So, Taufler. One-Hit. Was? Kein One-Hit-Kill. Okay, ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt darüber, dass es kein One-Hit-Kill ist und unser Affe Poison hat. Siede Wasser. Burnen des unserer Tytox weg. Und hast du noch eins? Nein. Die hat genervt. 3 Unrat Tytox. Und da ist noch welche. Oh Gott. Dein nächster Gegner werde ich sein. Ein stolzes Team, Mitglied von Team Plasma. Okay, Herr Team Plasma Reaper. Was wollen Sie denn mit Ihrem Kokmada anfangen? Ich glaube, ich sollte mal wieder ein bisschen quatschen. Über was eigentlich? Über was? Mir fallen die Themen ein, das ist das Problem. Ansonsten würde ich hier am laufenden Bach quatschen. Also vorhin habe ich ein bisschen über 29.02. gequatscht und so, ne? Scheiße. Also gut, unser Ding schläft jetzt. Diese Nacht habe ich übrigens auch nicht so besonders gut geschlafen. Bin um 12 Uhr eingepennt und um 5 Uhr aufgewacht. Bis ich nur 5 Stunden schlaf und dann konnte ich nicht mehr pennen.
Ja, und dann, weil ich noch bis 13 Uhr wach bin, einmal habe ich einmal ein Nickerchen gemacht. Und ja, bin dann wieder aufgewacht, ne, und habe ein bisschen Let's Plays angeschaut und jetzt Let's Play ich selber wieder ein bisschen. So, welche Let's Play ich anschaue, du kannst ja auf meinem Channel schauen. Das ist mein zweiter Channel, der heißt Janke Kakimoto, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Und ja, falls ihr neugierig seid, welche Formate, das kann man ja mit dem neuen Design gar nicht anschauen, ne? Soll ich es euch sagen? Soll ich es euch sagen, welche ich abonniere, welche Let's Player? Ja, ich sag's euch einfach. Ich habe Amras LP abonniert, das ist der ein Let's Play des Skyrim Let's Plays. Dann habe ich Let's Play Markus, also beziehungsweise Neosan LPN abonniert. Er macht gute Pokémon-Let's Plays. Gronkh natürlich und habe ich abonniert. Geilkind, der macht auch gute Pokémon-Let's Plays. Und Zelda auch ein bisschen was. Und Regi, wie heißt der? Regibang, den habe ich auch abonniert. Der macht auch, also hauptsächlich schaue ich gerne Pokémon-LPs an. Also der macht auch Pokémon-LPs. Dann habe ich noch Rahmschnitzel LP abonniert, der macht Black and White und so Götter-Simulationen. Echt geile Let's Plays. Was wir von die Plasma erreichen wollen, geht sich im Grunde nichts an. Und den habe ich noch abonniert. Ich werde doch noch einen kennen. Einen habe ich bestimmt noch. Ich habe nicht so wenig, aber an Let's Player. Ich glaube, das waren sogar alle, kann das sein? Sorry, aber mir fällt kein weiterer momentan ein. Ja, ich glaube, ich habe alle. Ja gut, ich habe vielleicht noch einen, der ein Mini, ein Let's Player, der, den habe ich unterstützt, weil er so wenig Abonnenten hat. Und dafür over 1000 Videos. Also mehr als ich, ne? Den habe ich auch abonniert, also ja, weil ich ihn ein bisschen ermutigen will. Also manchmal muss man, also man muss ihn ja nicht abonnieren, nur weil man den man muss ihn ja, Moment, ich fange mal von vorne an. Also man muss ja eigentlich abonnieren, nur weil er gute Videos hat. Nein, man kann auch ihn unterstützen, damit er bessere Videos macht, zum Beispiel ihn abonnieren, damit er mehr Zuvertrauen hat oder so. Also ich rede jetzt nicht über mich, ne. Also ich will euch jetzt nicht auf mutzen, dass er mich jetzt abonnieren sollte, nur weil ich jetzt gerade 15 Abonnenten habe und so bla bla bla. Nein, möchte ich nicht. Macht es nicht, nein. Wenn ich euch überzeugen will, mich zu abonnieren, macht es einfach nicht, ne? Das ist eine Aufforderung. Also, ja. Also ich abonniert mich nicht, wenn ich sage, ich will, dass ihr mich abonniert und so. Oder wenn ich euch überzeugen will, dann geht es dir völligen Scheiß, Mann. Also ich finde es nicht gut, was ich da gerade quatsche, muss ich sagen. Also dass ich so sage, zuerst sage, dass ich einen abonniert habe, der wenig LPs hat und so, also wenig Abonnenten hat und dann es auf meinem Channel übertrage, das ist es auch nicht so. Das Feinste, was ich da gerade gemacht habe, sorry dafür, was ich da vor 2, 3 Minuten gesagt habe. Also ja, okay, ich habe ein bisschen versucht, Werbung zu machen. Ich gebe es zu, ich habe Werbung für mich selber gemacht, ich will Abonnenten, so, ich habe es zugegeben, ich habe jetzt alles rein, an den Tisch gegeben. Ja, gut, ich meine, ja, es ist schon ein bisschen blöd, wenn ich, wenn so wenig meine Videos schauen, also muss ich schon zugeben, dass Abonnenten schon etwas aussagen. Ich weiß, ich sag immer, Abonnenten sind scheiße, also, Abonnenten betteln ist scheiße und so. Und das ganze Zeug, ne? Und dabei mache ich selber irgendwie ein bisschen was, also. Ist irgendwie wie Geld, ne? Jeder will das eigentlich nicht haben, also vom Gegenstand her, also ja, so, ne, also. Und doch braucht man es, also ist wie Geld, ne? Also ohne Abonnenten kommt man bei YouTube nicht weiter, dann fehlt auch einem der Mut und so, ne? Aber bei mir ist es ein Furcht, also. Jetzt fange ich schon wieder damit an. Ich schwöre, ich bin sau schlimm. Ich bin Satan. Ja, sag mal so.
Abonnenten haben wir. Ich wechsle jetzt das Thema. Ich rede hier ein bisschen zu sehr um den heißen Brei herum, wie Marcel da ist. Marcel da ist 1:1. Okay, ich wollte eher eigentlich nicht über Abonnenten reden. Ich wollte über andere Sachen reden. Naja. Egal, ist weg davon, sonst rede ich hier wieder wie ein Wasserfall darüber und obwohl es euch nicht interessiert. Wenn es darum geht, meine Pokémon zu trainieren, schaue ich auch nicht vor Orten wie die Elektrolythülle zurück, obwohl ich, keine Ahnung, zu schnell getippt. Kennst, da gibt's doch so YouTube-Pups noch auf, kennst du YouTube-Pups? Das sind so, so Videos, so SpongeBob, gibt's da zum Beispiel viele Videos, da, ne, ist ganz normal eine Sendung, also läuft ganz normal, wie man es kennt, und dann werden so plötzlich solche, warum habe ich jetzt Vogel gewechselt? Unkonzentration, scheiße. Und dann kommen jetzt plötzlich so, hey Tadios! Tadios! Also, wie soll ich da ein Beispiel machen? Also zum Beispiel, kennst du die SpongeBob-Folge, da wurde SpongeBob so ein Wort lernt, das ein Schimpfwort ist. Und das dann überall in der großen Krabbe sagt und so, ne? Und da ist ein Pup folgendes, zum Beispiel sagt der SpongeBob im TV Tadeus riecht gut. Und dann, ein Pup ist es, zum Beispiel, das wird sich ein bisschen umgeändert. Da sagt er zum Beispiel Tadeus riecht und dann so von, dann kommt plötzlich so ein Ausschnitt aus irgendeiner anderen Serie, wie zum Beispiel Drown Together oder TV Total. Oder sowas, man kann sich ja da wählen, was man da machen möchte für eine Anmerkung und dann so einfügen, das heißt dann sagt er, Tadeus riecht scheiße! Und so, das nennt man YouTube-Pup, sowas. Sind sehr lustig, wo ich zum ersten Mal ein paar gesehen habe, habe ich mir so den Hintern abgelacht. Und wach endlich auf, Son Goku! Schlafen kannst du später noch. So, okay. Und ja, da gibt es sehr viele mit Marcel Davis auch, also die sind auch ganz lustig. Oder mit, ja, Werbung gibt es ja hauptsächlich viel, oder mit Karglas, ist auch ganz lustig. SpongeBob sind Klassiker, wie oder Caillou, also ist so eine Kindersendung, falls ihr die nicht kennt. Also für Kleinkinder, ne? Die werden auch so gepuppt, kann man sich auch anschauen, sind auch ganz lustig. Also ja. Pups gibt's auch für Yu-Gi-Oh! Also gibt's fast bei jeder Sendung ein, zwei Stück gibt's bestimmt bei jeder Sendung. Yu-Gi-Oh! Gibt's nicht so viele wie in SpongeBob, da gibt's glaube ich nur 3, 4, 5 Stück. Wo es hingegen bei SpongeBob 50 bis 100 Pups gibt's, die ich da gesehen hab. Manche sind ganz gut gelungen und manche sind richtig zum Kotzen, sage ich einmal. Und ich sollte mal wieder zum Doc gehen, ich bin angeschlagen, also nicht ich, sondern meine Pokémon. Nitro-Ladung, oh gut, unseres ist schneller. Zebritz gegen Zebritz. Hat man ja auch noch nie. Okay, jetzt heile ich meine Pokémon und dann gehe ich wieder zurück. Und Level 35 inzwischen für Zebritz. Boah, der wird ganz schön. Ich glaube, Zebritz trägt ja das Glücks ein, ne? Das kann sein. Ich schau mal schnell, welches Pokémon den Glücks. Welches Pokémon ich das Glücks ein gegeben habe. Boah! Zebritz trägt den EP-Teile. Das Glücksei trägt Evoserb. Das gerade im Nickerchen macht. Naja, ach, hier geht's zum Eingang, oder? Sind wir jetzt im Eingang? Ich will nicht zum Eingang. Ist das der Eingang? Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind, weil ich so viel gequatscht habe. Seufz. Anspannung. Ja, die Anspannung ist hoch, ich weiß. WM 2000 irgendwas. Finale Deutschland gegen irgendwas. Okay, jetzt spaltet sich der Weg wieder in zwei Wege. Bitte lass es der Ausgang sein, bitte lass es der Ausgang sein! Ein Item, bitte lass es ein gutes Item sein. Blendpuder. Senkt die Genauigkeit des Gegners, glaube ich. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Klick. Klick, klick. Muss Kevin nerven. Deswegen, klick. Kotz. Tschüss. Ich kämpfe nicht mit Evoserb gegen ein Stahl-Pokémon. Was ist denn das hier? Boah, das Rennen wird heute ewig dauern. Also in Call of Duty kann ich heute, glaube ich, nicht mehr hochladen. Habe ich ja gestern dafür kein Pokémon hochgeladen, ne? Weil ich wusste, dass heute der Part so lange wird. Deswegen habe ich gestern keinen gedreht. Anstatt, also habe ich gestern einen
halt zwei Call of Duty Parts gedreht, anstatt noch einen Pokémon Part. Ja, der zweite Call of Duty Part, der war auch nicht so besonders groß. Und hier ist noch eine Trainerin. Warum sage ich immer, wenn es um einen Trainer oder einen Pokémon geht, dass dann ein Pokémon auftaucht? Sowas will ich nicht. Oh Gott. Na, nutze ich dieses Pokémon, damit mein Evo-Zap aufwacht. Hör auf zu pennen. Pennen kannst du später. Wenn ich das Let's Play jetzt, also wenn ich die Aufnahme beendet habe, dann kannst du pennen. Hallo, er erhöht seine Verteidigung. Jetzt brauchen wir schnell einen Angriff, sonst wird die Verteidigung noch stärker. Hallo, wach auf. Wach auf, Gott verdammt. Jetzt wachst du aber auf. Ich sag's dir, wach auf. Nein, so geht doch. Jetzt geht die Attacke daneben. Naja, egal, ich will jetzt eh nicht mehr kämpfen. So, ich fliehe jetzt. Fliehen. Und hier, wir nehmen inzwischen schon 1 Stunde und 1 Minute auf. Oh Gott. Ich wusste, dass der Part lange wird. Hallo? Haben wir gegen dich schon? Nein, noch nicht. Okay. Wenn mich jemand herausfordert, dann bin ich bereit. Selbst an einem stark elektronisch geladenen Ort wie diesem hier. Ich bin schließlich ein Ass-Trainer. Okay. Oh, Ass-Trainer Angelique. Sie hat einen... Ach, wie süßen Molly Morber. Habe ich auch immer einen schwarzen Team. Habe ich das schon gesagt? Ja, habe ich schon mal gesagt. Okay, test mal Laubklinge wieder. Molly Morba hat ausgeglichene Werte. Itemsperre. Jetzt können wir keine Items mehr einsetzen, ne? Aber egal. So schlimm ist es auch nicht. Glanzsäulen. Und tschüss. Picolente, das ist dieses, dieses Enten-Pokémon. Zebrazer. Und wir machen das Picolente das Leben schwer. Also gut, Schockwelle. Machen wir einen kurzen Prozess. Aber was kann ich denn quatschen? Mir fällt wieder nichts ein. Gehen die Themen aus. Ich glaube, ich sollte Gronkh fragen. Hey Gronkh, warum kannst du immer so gut? Warum fällt dir immer was was zum Quatschen ein? Bei mir ist es nie so. Oh, das ist sehr leer. Das ist ein Pflanze Gift, glaube ich. Also ja. Hat auch. Ich glaube, das ist sogar ziemlich gut. Kann es sein? Also von den Werten her. Kann auch sein, dass ich mich komplett irre, aber keine Ahnung. Ich kenne diese Pokémon nicht so genau. So, weg damit. Na, schneller, jetzt aber weg damit. Na, nerv nicht. Ja, tschüss, tschüss. Es gibt viele EP. Boah, 1000 EP, krass. Okay, hier sind zwei Items. Eins rechts, eins links. Ich nehme das linke erst. Ans andere kommen wir noch nicht hin. Klick, 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 klick. Nerven, Nervangriff. Geh weg! Lass mich in Ruhe. Hypertrank. Ich glaube, das wird der längste LP-Part, den ich je gedreht habe. Also, der längste, der war Yu-Gi-Oh! Der hat bei mir 1 Stunde 15 Minuten gedauert. Da habe ich, habe ich, glaube ich, was habe ich denn da gemacht? Ach ja, genau, da habe ich mir ja da habe ich ja gegen ein paar CPU gekämpft, also Structure Deck Duell habe ich da gemacht, genau, um ein Structure Deck freizuschalten. Das hat zu lange gedauert. Genau, da waren am Schluss, glaube ich, also anfangs waren es 5 Structure Decks, mit denen ich gewinnen musste, und am Schluss hatte ich dann alle. Da habe ich ewig lang gebraucht, ne? Bei jedes Structure Deck, glaube ich, braucht man mindestens 20 Minuten, glaube ich, einmal. Kann auch sein, dass ich mich gerade komplett irre. Ich habe mir meine Let's Plays noch nicht angeschaut. Yu-Gi-Oh! Ja. Also gut, in 10 Minuten haben wir einen Rekord, einen Kanalrekord erreicht. Der längste Part.
den ich je gedreht habe. Aber den längsten Part, den ich hochgeladen habe, das war ja Pokémon Rot, aber das war alles zusammengeschnitten. Es waren ja mehrere Parts vorher, die habe ich dann alle in einem Video zusammengeschnitten, das ist Pokémon Rot. Und was ist denn jetzt schon wieder? Wer belästigt mich da? Du schon wieder. Ich dachte, ich hätte dir schon den Rest gegeben. Ich hatte mich wohl geirrt. Verdammt, ich hasse Höhlen. Hier tauchen immer wieder Pokémon auf. Aber die Höhle ist noch ganz in Ordnung im Vergleich zu anderen Höhlen. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Ohne möglichst wenig Pokémon, bitte. Hört auf mich zu belästigen, ihr nervt mich. Nervt mich sowas von. Geht's weg, ihr nervt mich. Komm, geht's weg. Kämpft gegen euch selber, anstatt gegen einen Trainer wie mir. So wie im Pokémon Mystery Dungeon. Okay. Verdammt, was ist denn das? Oh, komm. Naja, so lange ist die Höhle auch nicht mehr. Das nächste ist hinter uns. Nö. Schlimmste hätten wir hinter uns. Jetzt will ich erst zum Doc Pokémon healen. Ich will eine Speed-Taste. Ich will echte Speed-Taste haben. Das Mumel. Bau bitte eine Speed-Taste in eurem Emulator ein. Kann auch sein, dass es hier eine gibt, aber ich glaube eher nicht. Ich habe schon alle Tasten konfiguriert und da stand nichts von der Speed-Taste. So, Doc, heil mir die Pokémon. Die Pokémon sind hinter mir her. Heise, schnell! Schneller! Schneller! Schnauze! Ah! Nervig, ihr Pokémon. Verpöst euch, kämpft gegen euch selber und statt mich zu nerven. Ich habe dringende Dinge, ich muss ihn aufhalten. Er versucht nämlich die Welt zu erobern oder irgend so einen Scheiß, was Bösewichte eben tun. Drei Schritte! Das waren jetzt doch drei Schritte! Gott, diese Pokémon regen mich auf! Geht's weg! Klick, geh weg! Ich hasse dich! Und jetzt verstehe ich meine Stimme total, aber ist mir egal! So, Klick, geh weg! Endlich! Nein! Ich hätte Schutz einkaufen sollen! Okay, muss ich mir merken. Bei Höhlenerkundungen nehme Schutz mit. Das mache ich jetzt immer. Wenn ich in eine Höhle reingehe, kaufe ich mir so vorher Schutz. Das würde es nie mehr passieren, das denke ich immer daran. Das ist mir jetzt eine Lektion geworden. Aus Fehlern lernt man ja und das war jetzt der Fehler. Ich hätte mit Schutz reingehen sollen. Also ich nehme jetzt immer Schutz mit in den Höhlen mit, ne? Weil das ist hier echt eine Katastrophe mit diesen ganzen Pokémon hier. Ich laufe 5-6 Schritte und es taucht mindestens ein neues auf. Im Durchschnitt. Gleich werde ich zum Hitler. So, weg damit. Flucht. Flucht. Und ich drehe hier langsam durch. Und es ist mir noch nie passiert, dass ich im Pokémon durchgedreht bin. Ist mir einmal in Yu-Gi-Oh! Passiert. Aber doch nicht im Pokémon. Hätte ich nie gedacht, dass ich dann den Pokémon bald durchdrehe. Wahrscheinlich, weil der Part so engst lange gerade dauert. Da will ich auch mal zum Ende kommen. So, jetzt ist wahrscheinlich meine Tastatur. Naja, wir sind ja fast am Ende. Ich kann schon die frische Luft riechen. Riechst du die Luft? Hörst du die Luft, ahem. Hier ist noch ein Trainer. Gegen Trainer kämpfe ich gerne. Ist ja ganz gut, aber gegen wilde Pokémon eher nicht. Ich werde eigentlich alle Rätsel dieser Welt lüften. Für dieses Ziel setze ich den Kampf fort. Na dann, viel Glück dabei. Ich habe Besseres zu tun. Ich muss hier die Top 4 ausstechen und so. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Und bald haben wir den längsten Part erreicht. Kann ich dann Neuigkeiten hinschreiben. Längster Part gedreht. Oder sowas. Irgend sowas in der Art. Ich schreibe ja immer die Neuigkeiten unten auf den Kommentar. Also Kanal schreibe ich das immer. So meinen Kommentar, was so Neuigkeiten, ne? Über meinen Kanal und so.
Okay. Ob ich nun gewinne oder verliere, die ungeklärten Fragen häufen sich weiter. Ich dachte, hier wäre es zu Ende. Was ist das? Achso, jetzt sind wir wieder am Eingang. Schnell, bevor der Kristall wieder in die Position gerät, wo wir dann wieder außen rumlatschen, dann das würde ich nicht überleben. Jetzt fange ich langsam an, nicht mehr so verständlich zu sprechen, damit es jeder verstehen tut. Weil, ja, keine Ahnung, langsam gehen mir die Wortschätze aus. So, Kristall. Ich glaube, ich bin auch jetzt ein bisschen leiser als anfangs des Parts. Kann das sein? Also von mir, das könnt ihr jetzt zurückspulen. Es müsst ihr einfach dann wieder vorspulen zu 1.11. TSN. In einer Welt, in der so viele Wertvorstellungen vermischen, herrscht undefinierbares Chaos. Alles ist grau in grau. Das kann ich nicht dulden. Trennt man die Pokémon von den Menschen, so teilt man die Welt damit feinsäuberlich in Schwarz und Weiß. Nur so können die Pokémon auch endlich ihr wahres Potenzial entfalten. Tja, das ist mein Traum. Und dieser Traum muss Realität werden. Sag Kevin, hast du auch einen Traum? Ja. Du hast also einen Traum, das ist sehr vortrefflich. Dann lass mich doch mal bitte in einem Kampf herausfinden, wie sehr du diesen Traum verwirklichen möchtest. Yo, yippie, Kampf gegen N. Ich liebe N-Kämpfe. N! N steht für Nashorn, Nasenpopel, N-Nazi, ja. Das wird sein Ende. Wir machen N fertig. Und in 3 Minuten habe ich den längsten Part ever gedreht. Ja, ich attackiere mit Laubklinge. Hat sie überlebt, wundert mich nicht, haben eine hohe Verteidigung, sehen die Mantur. Glaubst du, dass Pokémon-Kämpfe das gegenseitige Verständnis fordern? Ja, tut. Okay, Laubklinge, bam, bam, bam. Finde ich geil gemacht, die Animation von Laubklinge. Und tschüss. Nimm mich down. Fehlen nur noch 3 und wir haben noch 3 Minuten bis zum nächsten Part ever. Oh, sag mal 2,5. Affe. WhatsApp. Jetzt wird die Spielersoda macht gegen WhatsApp ein. Das habe ich ja vorhin schon verwendet. Von einer guten Stunde würde ich sagen. Siedewasser. Hoffentlich verbrennst du. Heiß was? Heiß was? Versteht's? Heißes Wasser. Oh Gott. Spitze Attacke. Oh Gott, Initiative sinkt. Bitte sei schneller. Na ja, gut, Käferbiss wird doch überleben. So, WhatsApp hätten wir. Was kommt jetzt? Ein Level Up für Zeb Ladungsstoß. Stärke 80, Genauigkeit 100. Was hat Schockwelle? 60 trifft dafür immer. Ich glaube, ich vergesse Schockwelle, ist ja egal. Schockwelle trifft zwar immer, aber Ladungsstoß ist halt immer noch stärker. Du Klick, ich mach dich nicht. So, kurzen Prozess wieder. Ich glaube, ich nenne so Goku um in kurzer Prozess. Okay, wieder dieselbe Attacke wie immer. Durch Durchbruch. Wer nennt so Goku eigentlich Turmkick? Oder eine Gesteinsattacke wie Steinkante? Oder muss man die per TM erlernen? Castado, brauche ich eine Feuerattacke? Dann kommt jetzt unser Level 36er Zebritz. Gefangen mit einem Dunkelball. Sieh nur, die Phase meines Körpers erfüllt mit Zuneigung und Freude, glaube ich. Ach, keine Ahnung. So schnell kann ich nicht lesen. Hätte ich es vorlesen müssen, hätte ich, wüsste ich jetzt, was der gequatscht hat. Und tschüss, Castador. Eisenstachel. Spieler besiegt N. Meine Realität wurde, ach, geil. Warum nur?
Schweren Herzens habe ich mich in der Rolle des Trainers begeben und habe Donner doch nur verloren. So werde ich meine Ideale niemals verwirklichen können. Ich verdiene die Freundschaft eines legendären Pokémon nicht. Kevin! Es ist nicht mehr weit bis Panero City. Du hast gute Ohren, Dale. Ich staune, dass du selbst auf diese Entfernung die Stimme von Kevin ausmachen konntest. Ich hab doch alles gesagt. Aber sag mir, Kevin, wer ist dieser Trainer da bei dir? Professorin Esche, richtig. Sie zwängen die Pokémon nach völlig willkürlichen Regeln in irgend so einem Klassifikationssystem, ohne jemals die Beziehung zwischen ihnen und ihren Trainern zu hinterfragen. Und sie glauben tatsächlich so die Existenz der Pokémon als solche verstehen zu können. Ich kann ihren Pokédex nicht gutheißen. Was denken sie sich nur dabei? Woher stammst du diesen... Was? Woher stammt nur diese große Abneigung, die du mir entgegenbringst? Die Sache, die eigentlich ganz einfach. Du hast deine Sicht der Dinge und ich habe meine. Keine der beiden Sichtweisen sind repräsentativ. Das kann ich jetzt so mit dieser Stimme vorlesen. Ich probiere es mal. Repräsentativ. Oh, ich komme sogar. Nicht schlecht. Für alle. Sollte letztendlich nicht jeder für sich selbst entscheiden dürfen, wie man dem Pokémon begegnen sollte? Das kann ich nicht gelten lassen. Menschen mit ihrer Sicht und der Dinge fügen dem Pokémon nur Leid zu. Und ich kann meine Augen vor solch großem Unrecht nicht einfach verschließen. Und da haut er ab. Ich sehe schon, ich werde ihn nicht so einfach von seiner Meinung abbringen können. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass es sich anhört, wie andere über diese Sache denken. Mal sehen, ich will lieber noch zusätzliche Daten sammeln. Um unsere Freundschaft mit den Pokémon weiter zu vertiefen, müssen wir so viel wie möglich über sie in Erfahrung bringen. Ja, geh zurück nach Aventia, da wo du hingehörst. Du, Kevin! Ich bin doch jetzt die Leibwache von Professorin Esche. Echt? Wusste ich gar nicht. Hast du irgendwo einen Sicherheitsausweis oder sowas? Also, ich werde sie begleiten. Und hier unten geht es noch weiter. Hier waren wir noch nicht. Hier ist noch ein Trainer und ein Item. Ich habe mir im Schweiße meiner Füße eine geeignete Gewinnstrategie zurechtgelegt. Und der Part ist inzwischen der längste Part, den wir je gedreht haben. Rekord. Eine Stunde und irgendwas noch. 11 Uhr. Naja, okay, Zebritz. Da werde ich heute Spaß haben beim Rennen, Leute, das sage ich euch. Eine Stunde. Bei Yu-Gi-Oh! Da habe ich es ja noch nicht so richtig gerendert. Da habe ich ja einfach nur in den, habe ich es einfach nur produziert und fertig, ne? Ohne viel zu rendern. Aber ich tue es ja dieses Mal in HD immer rendern. Das dauert auch ein bisschen länger, wenn es in HD rendert. Das Yu-Gi-Oh! Das war nicht in HD. Das hat ein bisschen länger, kürzer gedauert. Aber ich glaube, das Rennen dauert heute mindestens 7 Stunden. Glaube ich ja mal. Keine Ahnung, Pokémon ist ein bisschen lockerer. Call of Duty dauert länger zum Rendern. Ich werde schon schauen, also... ich habe ja nur bis 12 Uhr Internet, inzwischen ist schon fast 18 Uhr. Das wird knapp werden mit dem Hochladen, geschweige mit dem Rendern. Mal schauen, vielleicht muss ich den morgen hochladen. Also falls ihr das erst am 31. März seht. Hallo, 31. März. 31. März, was rede ich da? 1. März. Gott, ich fange schon an, Blödsinn zu reden. Da ist Galapagos los, das ist das Fossil des Schilddings da, Pokémon. Eine Laubklinge. Okay, One-Hit-Kill und down. Ach ja, wie deprimierend. Jetzt will ich den Pokéball. Pokéball her. Pokéball und Item. Oh, das hätte ich mir nicht. Diese wilden Pokémon. Die machen mich verrückt. Nur diese lange Aufnahmezeit. Ich
Quatsch ja wie im Wasserfall jetzt gerade. Und ja. Muss mal meine Stimme Erholung. Was war denn das jetzt? Ein Schritt und ein Blick nach rechts. Und es taucht ein Klick auf. Das gibt's doch nicht. Die Pokémon wollen mich hier festhalten. Ich nehme jetzt immer einen Topschutz mit. Okay, was ist es? Ein Magnet, verstärkte Elektroattacken. Gut, jetzt verlassen wir mal die Höhle und betreten die Stadt. Wie heißen die? Ich hab's vergessen. Panero City heißt sie, genau. So, hier ist der Ausgang. Ausgang! Ich kann die Luft riechen! Ach komm! Das muss doch jetzt nicht sein! Klick, komm, geh weg! Verklicke dich irgendwo anders, aber nicht hier bei mir. Ich will hier jetzt raus. Nein, nicht Beutel. Flucht. Ich werde froh sein, wenn ich den Part fertig habe. Das war der anstrengendste Pokémon-Part, den ich hier gedreht habe. Und, ja, im nächsten Part, machen wir eine Stadterkundung, Panero City. Und vielleicht noch einen Arena-Kampf. Mal schauen, oder vielleicht fangen wir auch unser fünftes Team Pokémon, mal schauen, ich muss mir nur überlegen, was wir da machen. Also, dann, ich will den Part jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen und weiter hier unnützigen Bullshit erzählen, sondern sag jetzt einfach mal, bis zum nächsten Part. Bis dann, servus.